einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hi Schule. Ja, hi, schönen Abend an alle. Hi, schön, dass ihr reinschaut, Freunde. Heute sind wir wieder live bei SL Racing. Und zwar gibt's hier GT3 Action hier, angelehnt an die ADAC GT Masters. In Tschechien auf Most sind wir heute unterwegs, wie man sieht. 19 volle, Fahrer sind volle. Schon da. Volle, ja, 19, ich wollte gerade gucken, 19 Fahrer hier im Starterfeld heute. Also es werden immer mehr. Werden immer mehr von Rennen zu Rennen, ist doch klasse hier. Ja. Schöne Grüße an den Chat. Schön, dass ihr da seid, Freunde. Ja, gibt noch ein bisschen Practice hier, sehe ich gerade. 7 Minuten und 40 Sekunden. Noch ein bisschen Warmfahren hier. Für die Fahrer, wie gesagt, 19 Fahrer am Start. Genau. Können, gehen hier gleich auch mal ein bisschen das Feld durch. Mal ein bisschen schauen, was sie machen. Gibt ein neues Overlay heute unten rechts. Das sehen wir nachher natürlich noch mal ganz gut im Vollbild. Die Vehicle-Info. Da hat der Sven noch mal ein bisschen gebastelt, wo wir noch so ein paar Fahrzeugparameter sehen können. Gefahrene Distanz, Reifentyp, Zustand von Motor, Zustand Getriebe und Zustand ja, von den Spoilern Front und Heck. Also heute wieder Zusatzinformationen hier. Hat da wieder was Schönes gebastelt. Auf jeden Fall, geile Sache. Ja, da ist er auch, der Sven. Grüß dich. Gleich hey. Geht's um die Wurst hier. Noch knappe 7 Minuten bis zur Quali. Klicken wir mal ein bisschen durchs Feld, Schulle, oder? Ich klicke mal ein bisschen rum. Wen wir denn heute so da haben hier am heutigen Abend? Den Adrian Scholtisek von Pashura Motorsport, Motocenter eSports. Dann den Teamkollegen Mikael Studen. Er ist auf der Strecke auch von Pashura. Im M6, ja, oder? Verguck ich mich? Nee, im M6. Ja, das sieht gut aus, ja. Dann der Robert Wutzi von SL Racing. Der fährt sich hier gerade warm im Audi R8. Dann haben wir Mantai Racing. Den Matthias Otto. Den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal in unseren Streams gesehen. Ja. Hi Pluto, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Dann Franz Kienesberger von CRP Racing. Kommt hier gerade in die Box mit seinem Mercedes AMG. Schauen wir weiter. Hier der Patrick Pilz für den IT Return Racing. Du hast Tobi übersprungen, Sträuch. Ja, der hat hier gerade in der Anzeige ein bisschen rumgeswitcht. Ach so, okay. Jetzt kann ich, jetzt muss ich nämlich wieder, weil der Tobi gerade einen Platz aufgestiegen ist, oder zwei sogar von den Zeiten, ist der hier ein bisschen die Tabelle am Durchmischen. Ja. Schauen wir mal, wo ist er denn? Naja, Tobias Jünger, der steht an der Box. X-Reloaded eSports Racing Team, der Tobi. Auch wieder mit am Start. Hat sich ja auch schon richtig gut hier in Race Room eingefunden. Hi Grillo, wer hat mich schon vermisst? Du fährst, mit? No. Fährst du gar nicht mit oder was, du Na, Schlingel? Komm, in den Rennsitz. Haben wir eben noch gesagt vor dem Stream. Ah, der Grillo, der kommt doch bestimmt auch. Aber jetzt ist er da im Stream. die Auflösung, wenn du zuschaust, meinst du? Also jetzt läuft sie ja auf Full HD. Normalerweise hast du so ein Zahnrad unten, Sven, wo du eigentlich die Auflösung ändern könntest. Ja. Sollte eigentlich gehen. Guck mal, ob mir das angezeigt wird. Ja, ich hab's hier. Und da ist die Qualität der Quelle wird angezeigt. Wir haben hier 1080p. Und ja, mehr kann man auch nicht einstellen. Oder auf automatisch. Das heißt, wie dein Internet da ist, verliert er sich von alleine runter. Ansonsten. Ja, mehr können wir dir nicht anbieten. Ist nicht wie bei YouTube genauso. Nee, ist etwas anders. Also, er hat echt überlegt, aber kann die Strecke nicht. Ja, schade. Aber da kannst du ja heute mal entspannt zuschauen, Grillo. Hat ja auch mal was. Echt trainieren die Strecke, die ist echt gewöhnungsbedürftig. Ja, ja. Ich bin ja auch ein bisschen gefahren die letzten Tage. Einfach mal, um zu gucken, was da auf die Fahrer hinzukommt und einfach mal aus Fahrspaß. Ja. Und die hat's in sich, aber sie macht auch eine Menge Spaß, finde ich. So, gehen wir nochmal. Ja? Ja, macht Spaß, aber wie gesagt, um da wirklich schnell zu sein, muss man echt die erstmal wirklich richtig drinne haben. Ja, hartes Training, das wird auch richtig spannend. Training. Wir sind ja relativ viele Fahrer heute, 19 Stück und die Strecke ist ja relativ kurz. So eine Minute 31 habe ich schon gehört, sind hier welche gefahren im Training. Ich sehe sogar hier, Adrian Scholtisek ist sogar die 1,30,7 gefahren. Wahnsinn. Also eine relativ kurze Strecke und viele Autos. Das wird klasse heute. Das wird richtig geil. Ich freue mich schon richtig. 3,5 Minuten nur noch, bis es hier losgeht mit der Quali. Wen haben wir denn noch am Start?
Marius Bibabovic von SR Akademie. Dann den Teamkollegen Kamil Timber. Genau. Dann Stefan Kenzbock, sind sich jetzt alle noch ein bisschen am Erholen, stehen an der Box, bevor es hier gleich losgeht, von Team Zackspeed. Sascha Hagedorn von Mantai Racing. Christian Brandt von Gambala Racing. Der ist hier gerade irgendwie mit jemandem am Kuscheln in der Box, so wie das ausschaut. Der Christian Hohmeier von den Black Falcons. Auch schon ein paar Mal jetzt mit dabei gewesen, auch erst seit kurzem angefangen hier mit dem Game. Jetzt regelmäßig mit dabei. Mike Schmidt von SHS Racing. Dann der Maverick. Der Marcel Maverick Plug von X Reloaded Esports. Thorsten ist da. Thorsten ist Besteher. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Besteher von Stockett Motorsport. Und der Brian Schmidt. Wo habe ich ihn? Den habe ich schon gesehen. Ja, da ist er. Der Brian Schmidt. Ah. Ah, da ist er gerade noch bei der Zeile verrutscht. Der steht nämlich an der Box. Brian Schmidt von SRS Racing. Grüß dich, Wutzi. Hi, Wutzi. Sven, ja, nee. Die 1080 ist das Maximale, mit was wir auch gerade streamen. Also, Olaf, was willst du hinaus? Willst du runterskalieren? Das macht er automatisch, wenn er merkt, dass seine Internetverbindung nicht so doll ist, skaliert er von alleine runter. Ah, ich sehe gerade schon, meine CPU-Auslastung hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Sehr schön. Alles gut. So soll es sein. Jetzt hat sich's eingespielt hier. Ja, eine Minute nur noch, anderthalb Minuten nur noch, Freunde. Dann gibt's eine 20-minütige Qualifikation und dann gehen wir natürlich ins Vollbild. Und wir wollen heute auch noch mal ein bisschen mit Bild in Bild rum experimentieren. Das werdet ihr ja nachher dann sehen. Da sehen wir nicht nur den Schuller als Gesicht, dann gehen die Gesichter nämlich weg und dann werden wir zwischenzeitlich mal über Schulles PC, den wir hier verknüpft haben, sozusagen bei mir, noch so eine Onboard-Perspektive reinschmeißen. Schauen wir uns das einfach mal an. Hi, Brasiboy. Schön, dass du da reinschaust. Oh, da hebt einer ab hier über den Körper. Ja. Ich hab grad gesehen. Sehr geil. Ich hab's ja auch schon mal erzählt. Ich hab's schon ein paar Mal erzählt. Ich sag's nochmal, weil ich's so geil fand. Hab auch mal einen Körb zu stark geräubert, über so einen Wulst gekommen, über so eine Wurst. Wulst und dann schön dreifachen Überschlag gemacht über die Längsachse. Kann auch passieren hier in dieser Rennsimulation. Wo ich das erste Mal so wirklich Racing gezockt hatte, ich glaube so vor einem halben Jahr, da bin ich in so einer öffentlichen Lobby rein, Gruppe 3, am Weg mit dem Audi, auf dem A1-Ring. Und wir kennen ja alle die erste Kurve, die Rechtskurve nach Stadtziel. Ja, die 90-Grad-Kurve. Genau, und da bin ich, glaube ich, so weit über den Körper gefahren und da ist auch eine Wulz. Also ich bin da so rübergefahren, wie ich bei Gran Turismo rüberfahre. War ein Fehler, weil am Kurvenausgang bin ich auf zwei Rädern lang gefahren. Aber hab sah dann, bestimmt gut aus. Das Lenkrad richtig wieder gedreht, sodass er sich auf alle Vieren gestellt hat. Ja, das habe ich. Also wer Bock hat, kann ja nachher mal nach dem Rennen gucken, als Clip erstellt. Ah, ja. Sehr witzig, ja. Sehr witzig. Cool. Oh, da ist es schon rum. Practice ist rum. Zack. Und jetzt geht's los mit der Quali. Ja, wechseln wir rüber ins Vollbild. Schulle wechselt sein Bild und dann sind wir gleich da, Freunde. Klack. Und dann muss ich nochmal hier rüber. Und da sehen wir auch nochmal gerade die Termine hier von den GT Masters 2019. Oschers Leben haben wir schon gesehen, heute sind wir auf Most. Und auf geht's. 20 Minuten Qualifikation. Schulle, ich würde sagen, der Adrian, der war so schnell unterwegs im Training. Geh doch mal onboard drauf. Bin ich schon drauf. Dann schauen wir mal hier im Bild jetzt hier beim Adrian ein bisschen onboard und natürlich auch die Teleperspektive. Schauen wir mal hier so eine Runde an, die er hier auf Most fährt. Ja, Sven, kannst du ja die Wiederholung des Videos anschauen, wenn es jetzt deine Internetleitung nicht so ganz hergibt. Klar, wenn das Internet nicht ganz so ist von der Bandbreite, kannst du natürlich wenn mit dem Full HD schon mal haken. Sven, wenn du am PC gucken kannst, guck über den Browser. Immer stabiler als über App. Ja. Also die Leute, die immer über der App gucken, haben meistens die Probleme. Ja, Krillo, Gran Turismo haben wir ja damit angefangen, Bild in Bild zu streamen. Und da haben wir gedacht, wenn wir die Möglichkeit haben,
Dann probieren wir das natürlich in Race Room auch. Ja, klar, klar. Funktioniert ganz gut, sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Funktioniert ganz gut. Hakelt manchmal ein bisschen, aber ansonsten geht's. Das liegt aber an dem Programm schon mal, dass das ein bisschen schlechtere Latenz hat, aber egal. Für zwischendurch mal so ein paar Einblendungen zu machen, denke ich, reicht das völlig aus. Genau. Warten wir mal ab, bis die ersten Zeiten gleich gesetzt werden. Sind jetzt erstmal ihre Aufwärmrunde gefahren, ihre Boxenrunde. Und dann klicken wir uns natürlich nochmal ins Feld. Wir haben ja noch entspannte 18 Minuten hier Zeit. Und danach folgt dann das Hauptrennen von 45 Minuten. Geil, Pip. Ist das ein Insider? Bin ich so doof und versteht nicht? Keine Ahnung, kenne ich auch nicht. Entweder hat er sich vertippt oder wir sind zu dumm. Ja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich hoffe natürlich erstes. So, Kamera schwenkt hier ein bisschen um. Markus Reus wird gerade gezeigt. Zeiten aber noch nicht. Die sind jetzt erst in der ersten heißen Runde hier, die Jungs. Cool, die Regie hat aufgepasst. Regie hat aufgepasst, ja klasse, hat der Schulle direkt umgeschwenkt hier. Das nenne ich mal Teamwork hier mit dem Schulle. Kurz hier meine Bilder, meine Browser hier ein bisschen zurechtschieben, dass ich auch alles sehen kann, den Chat und so weiter. Ah, Pip ist Picture in Picture, ah ja. Ah. Ey, wieder was Thorsten, gelernt. Also das hätte ich jetzt von dir nicht erwartet, würde ich sagen. Ja? Ach, das hat der Thorsten geschickt. Ich dachte, das hätte Sven. Ah, Thorsten, nein, Thorsten. Thorsten, ey. Du überrascht mich immer wieder. Wahnsinn. Kölschlinker, ey, ja nicht so. Ne? Picture in Picture, Bild in Bild. Ja, cool. Jetzt haben wir es auch gerafft, endlich. Ja, macht Sinn, Grillo auf jeden Fall. Grillo wusste Uni, was das heißt. Macht Sinn, schreibt er. Ja, geil. Immer wieder schön, wenn wir aufmerksame Zuschauer dabei haben. Ja. Immer wieder sehr schön, sehr praktisch auf jeden Fall. Oh, ich sehe schon die ersten Rundenzeiten, Schulle. Adrian, ja. 31,427. Markus Reus, Christian Brandt, Brian Schmidt, Christian Hohmeier. Aber warten wir noch mal ein bisschen. Jetzt kommen ja die ganzen Zeiten hinterher. Ich bin echt froh, dass wir heute mit 19 Fahrern am Start sind. Das wird richtig, richtig geil heute, Leute. Richtig volle Strecke hier nachher. Bin natürlich auch mal dann auch auf dem Rainer Hiller drauf. Ne, der switcht jetzt ein bisschen durch hier über den Automatikmodus. Wenn du aber ein Wunschfahrzeug hast, Schulle, dann sag mir das, dann schalte ich manuell rüber. Klick mal auf den Festen, dann können wir nochmal und sag mir den Namen einfach. Na komm, fahren wir doch mal beim Tobias mit. Beim Tobias Jünger, genau. Mhm. Ich suche gerade, ich sehe nicht. Aktuell auf 15. Ah, da liegen, ja, genau. Dann können wir mal zack den zum Beispiel machen hier. Ja. Machen wir mal beim Tobi mit. Eine immer schön entspannte nachher, Runde wenn hier. Wenn wir die Zweikämpfe haben, haben wir auch den Heckflügel gut in Sicht. Genau. Die Verfolger und dann in Sichtweite, wenn sie dann nachher da sind im Hauptrennen. Hier. Zack. Also 10 Fahrer haben schon eine gültige Zeit gesetzt. 9 Fahrer müssen noch nachziehen, aber es ist ja noch Zeit. 15 Minuten noch. Genau. Ich hoffe, es passt alles vom Sound. Ich habe den Schulle noch ein bisschen lauter gedreht, dass man ihn was deutlicher hören kann. Ihr könnt mal ein Feedback geben, ob alles so passt vom Motorensound und auch von uns beiden, ob man uns gut versteht. Ja, richtig. Jo. Sollte aber passen. Vom Soundausschlag her. So, dann switchen wir gleich mal weiter. Ich suche mir einfach mal so random-mäßig einen aus. Gehen wir mal zu Markus Reus hier im Audi R8. Auf Platz 2 aktuell. Zack. Bestzeit bis jetzt von ihm die 31,911. Ja. Spiel kann was lauter. Ja, können wir noch was lauter drehen. Kein Thema. Ich habe noch mal einen Ticken lauter gemacht. Ja, Sound wieder klasse. Hast du recht, Grillo. Ach, herrlich.
Was meinst du, was das hier nachher eine Brüllerei wird, wenn hier 19 Fahrzeuge aneinander zusammen starten werden? Das wird richtig, richtig laut nachher. Richtig geil. So, 13 Rundenzeiten haben wir schon. Ihr seht es oben links. 6 Fahrer müssen noch eine gültige Zeit fahren. Adrian jetzt schon die 1,30,962. Wahnsinnig gut hier wieder vorgelegt. Dahinter der Markus Reus, dann Robert Wutzi. Der Marius B. Babovic auf 4. Tobias Jünger auf 5. Ja, ich glaube vom Fahrerfeld sehr enge Dinge heute, wenn man sich so die Abstände anguckt. Das wird richtig eng. Ja, Wahnsinn, ne? Wenn du da hinten siehst, ne? Ab ja, der Platz 3. Mittelfeld ist so richtig so eng aneinander. Platz 3 bis 9, ne? Ja. Und manche sind noch ja nicht rausgefahren. Also jedenfalls noch keine gezeitete Runde hier. Der Maverick, der Michael Stuhl, der Herr Kienesberger und der Herr Pilz. Ja. Die sind noch keine gezeitete Runde gefahren. Nee, noch sehen wir da nichts. Oder sagen sich, wir starten gleich von hinten. Oder so, wer weiß. Scheiße. Anima schreibt, Christian Brandt ist am Schwächeln, 9. Platz, was ist da los? Können wir mal hinschalten zum Christian Brandt. Platz 10 wird er bei mir gerade gelistet hier. Platz 10, Christian Brandt. Ins Cockpit bitte. Da sind wir im McLaren. Jo, da ist er. Gleich das ein ganz anderer Sound als beim Audi. Das hört man so krass raus. Geil. Christian Brandt ist doch, glaube ich, der Dad hier vom Anima, ne? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Da war was. Da war was. Da war doch was, ne? Habe ich so in Erinnerung, oder? Danke, Atralux. Danke, danke. Danke dir. So, jetzt haben wir schon 17 Zeiten. Jetzt fehlt nur noch der Franz und der Patrick. Ja. Mit den Zeiten. Ah, doch nicht? Wie komme ich denn da drauf? Irgendeiner hat doch mal gesagt, Christian Brandt ist mein Dad. Dann war das jemand anders. Ich habe das irgendwie so in Erinnerung. Oh, Jig stellt hier Behauptungen und zerstört Familien gerade. Scheiße, es tut mir so leid. Nein, aber irgendwer war mal im Stream und hat gesagt, mein Vater ist heute gut unterwegs oder irgendwie so. Ja, stimmt. Da habe ich irgendwie so eine Erinnerung. Und ich glaube, das war wirklich der Christian Brandt, bei dem es gesagt wurde. Deswegen kam ich jetzt da drauf. Gehen wir mal zum Maverick. Platz 16 aktuell für ihn hier in der Quali. Gerne. Hier der Maverick im Porsche von X Reloaded Esports. Ja, Porsche bin ich ja auch gefahren hier auf Most. Aber, naja, 1,35 war meine Bestzeit. Da kann ich hier jetzt nicht so mithalten. Aber hat trotzdem Spaß gemacht, mal ein bisschen hier rumzuheizen auf der Strecke. Da fehlt mir noch ein bisschen so die Übung. Bei mir war, glaube ich, eine hohe 32. Aber wenn man so guckt, hätte es da auch nur für das hintere Mittelfeld gereicht, glaube ich. Ja, Wahnsinnsleistung, die hier abgerufen wird, wieder von den Fahrern. Jetzt schon allein schon in der Quali. Jetzt sind wir gleich in der Halbzeit hier. 10 Minuten haben wir noch. Den Herrn Kenzbock. Kienesberger meint er, oder wie er hieß, ne? Ne, den Stefan Kenzbock. Können wir mal kurz hinschalten. Von Team Zackspeed. Ja, für mich ist er neu, aber wir sind ja erst ganz frisch dabei hier im Stream. Das ist jetzt unser zweites Event. Erst für den GT Masters. Fährt gerade in die Box. Platz 5. Da rollt er gerade in die Box. Also ich kenne ihn noch nicht. Aber wir haben viele neue Fahrer jetzt hier bei SL Racing. Könnte auch sein, dass es sein erstes Rennen ist, ich weiß es aber nicht. Nee, alle haben wir noch nicht drauf. Nee, das kommt mit der Zeit. Kommt mit der Zeit, dass wir da die Fahrer alle langsam... Ja, also ich habe viele neue Namen jetzt hier, die für mich neu sind. Rainer Hillert zum Beispiel, gehen wir mal hin. Platz 11. Platz 11. Ah, er steht auch in der Box von SRS Racing, den hatte ich jetzt auch noch nicht gesehen. Wechseln wir mal zum Thorsten. Platz 13. Platz 13. Zack. Stockett Motorsport. Hi Crump, grüß dich. Na, hoffentlich ist Crump auch bald dabei bei Race Room. Bestimmt. Das würde uns freuen. Das wäre klasse.
19 Fahrer, wie gesagt, am Start. Ein paar Plätze sind immer noch frei, also wer Bock hat, meldet sich einfach an. Einfach mal auf SL. Ja, ich glaube, drei Plätze Racing. Sind noch schon. Frei in der Meisterschaft. Drei Plätze noch, okay. Ja, wir, weil ja nicht immer alle können, wird wahrscheinlich nicht immer das Fahrerfeld zum Rennen voll sein, aber 28 Fahrer sind möglich zum Melden und ich glaube, 25 sind aktuell gemeldet. Denkt mir nicht irre. Ja, okay. Theo schreibt, die Polen geben aber Gas, die sind aber auch schnell. Oh ja, oh ja. Schnell, ne? Die ersten drei Plätze, Adrian, Mikael und Marius, ne? Eieiei, geil. Komplett. Wahnsinn, ne? Den polnischen Nachbarn aufgeteilt hier. Wahnsinn. Pachura Motors Center und SR Akademie hier auf dem Treppchen, ja, in der Quali bis jetzt. Man muss nur noch der Timba auf Platz 9, dann haben sie die ersten vier. Ja, ja, dann genau. Der vor. Kamil noch, genau. Ja, ja. Ah, da, ja, genau. Und dann. Ja, dann schauen wir doch mal zum Kamil, würde ich sagen. Jo, das können wir machen. Warte. Platz 9 aktuell. Platz 9. Und zack, da sind wir. Fährt auch Porsche. Ja. Crumb. Ah, du brauchst ja keinen, High-End-PC, das ist das Gute. Hierfür. Da reicht auch so ein mittelmäßiger PC, würde ich sagen. Jo. Systemvoraussetzungen kann man ja direkt bei Steam sehen oder googeln. Die sind auf jeden Fall vertretbar hier, die Systemvoraussetzungen. Aber Fahrphysik und Sound ist halt wirklich genial. Na, gucken wir mal, jetzt kommt er nämlich über Startziel. Er aber bleibt auf Platz 9. Konnte sich nicht verbessern. Ja. Und wenn ich sehe, der fährt eine 1.32.3 und ist auf Platz 9 unterwegs, dann weiß ich ja, wo ich wäre. Wahnsinn, ne? Ist eine Sekunde schneller als ich und auf Platz 9. Wahnsinn. Ja, echt der Thorsten, krass. ASV-Fan, feuert hier X-Reloaded Esports an. Schauen wir doch nochmal vorbei hier. Ja, mal noch zum Maverick. Maverick. Kommt gerade über Startziel. Platz 18 aktuell, 1.33. Ja. Guck mal, mit einer 1.33.6 auf Platz 18. Da sieht man mal, was für ein fahrerisches Niveau hier herrscht. Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, Wahnsinn, was hier für Rundenzeiten gefahren werden. Er kann aber auch schneller. Im Training ist er auf jeden Fall auch niedrige 32er gefahren. Also da müsste es eigentlich noch vorangehen für ihn. Und wie gesagt, Qualifying ist das eine, klar, ist wichtig, aber im Rennen kann so viel passieren. Und wir wissen ja, bei Race Room zerschießt er deine Karre, ist er zerschossen. Ja, dann ist vorbei. Dann ist es vorbei. Dann ist die Karre in der Box und steht halt da. Ja. Ja, nach dem Rennen nachher wird es noch Fahrerinterviews geben, wer möchte, kommt in Teamspeak rein. Genau. Kann noch mal ein bisschen was vom Rennen erzählen. Das machen wir auf jeden Fall nochmal so. Hat ja beim letzten Mal auch gut geklappt, wo wir DTM gestreamt hatten. Letzte Woche Freitag oder Samstag? Ich weiß gar nicht mehr. Samstag, oder? Samstag. Samstag war das. DTM. Samstag. Mhm. DTM auf Hockenheimring. Auf dem Hockenheimring waren wir doch, ne? Genau. Richtig. Hockenheimring, DTM. Und da hatten wir echt ein geiles Rennen, wa? Also das war ja. Oh ja. Das war der Hammer. Das war der Hammer schlechthin, das Rennen. Und das erwarten wir auch vom heutigen Abend, ne? Ein Hammerrennen hier. Ich denke, wie gesagt, wenn wir uns die Rundzeiten angucken, von Platz 1 bis Platz 18, sind es ja gerade mal 2 Sekunden. Ja, 2,4 Sekunden. Ja. Diese Dichte ist der Wahnsinn, Wahnsinn, ne? 19 Fahrer, ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Und dann so ein enges Feld von den Zeiten her. Unglaublich. Oh, ich sehe gerade, der Franz Kienitzberger hat hier ein paar Plätze gut gemacht hier. Ist jetzt auf Platz 10 vorgerutscht. Ich switch mal kurz rüber zu ihm. Hat eine schöne Runde also gekriegt. 1.32.3, seine Bestzeit. Ah, Grill, du hast jetzt ein Headset fürs nächste Mal. Ja, cool. Super, dann können wir dich auch besser verstehen. Super, super. Ah, der AMG ist auch geil, muss ich sagen. Was sehe ich denn da? Der Markus Reus hat sich hier auf Platz 3 vorgefahren.
Oh, er hat sich zwischen ihm mogelt. Ja, und hat jetzt auch Pause gemacht. Steht in der Box. 1:31,5 seine Bestzeit von Markus hier. Hat hier der polnische Trio auseinandergerissen. Ja, hat hier den Marius auf Platz 4 quasi verdrängt, sage ich jetzt mal. Die sind aber auch nur weniger als 0,1 Sekunde auseinander, die beiden. Boah, das wird ja ein krasses Rennen, Leute. Verdammt eng. Das wird ja ein Hammerrennen. Also so ein enges Zeitenfeld habe ich ja wirklich selten gesehen. Und dann noch bei so vielen Fahrzeugen. Krass. Echt krass. Auch wenn man hier schaut auf der Zeitentabelle. Der Patrick Pilz und der Robert Wutzi. Die fahren ja auch fast identische Rundenzeiten. Gehen wir mal rüber zum Robert. Robert Wutzi, da ist er. Zack. Gerade über Startziel gekommen. 1:32,042. Ja, Topi, saustark, ja, saustark, der Junge. Er will's wissen. Wahnsinn, ne? Auch erst vor kurzem angefangen hier. Richtig. Sonst bei Gran Turismo und Project Cars 2 unterwegs, jetzt auch bei Race 4 war, Platz 5. War am Samstag in der DTM-Liga auch, auf Treppchenkurs, ne? Und ja, genau. hatte dann auch einen Fahrfehler, ein bisschen früher am Gas und dann war der Treppchen auch dahin, aber ja. War halt Dramatik pur und es hat einfach Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ja, ich gehe mal zu ihm rüber. Und ja. Ich denke, dass wir heute Ähnliches erleben werden hier. Ja, ich bin nochmal beim Tobi hier. Ja, Platz 3 hat er gehabt in der DTM, war ganz nah am Robert dran, der auf Platz 2 war, weil Robert einen Fahrfehler hatte. Und dann hatte leider Tobi einen Fahrfehler. Da hat sie ihm das Heck rumgerissen beim Rausbeschleunigen aus der Kurve. Ja, und dann stand er leider in der Wiese. Sonst wäre vielleicht noch ein Platz 2 drin gewesen oder ein Treppchen auf jeden Fall. Aber das ist halt Motorsport. Ja. Kannst du wiederholen, die Dramatik. Drama. Knappe 2 Minuten nur noch, Freunde. Dann sind die Zeiten hier gesetzt, dann ist die Qualifikation rum, die Startaufstellung steht fest. Dann gibt es eine 3-minütige Warm-Up-Pause sozusagen. Und dann geht's schon los. Jetzt schon Warm-Up, dann schaffe ich meinen Warm-Up nicht. Ja, genau, dann mach du mal deinen Warm-Up. Wir sehen uns gleich zum Rennen. Ja, schalt die Kamera oder lass die so an. Wir bleiben direkt hier Bild in Bild. Ich schalte sie nur mal kurz aus, wo du weg bist. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Ja, da können wir nämlich auch mal ganz kurz hier diese schöne Vehicle-Info einblenden, die hier gebastelt worden ist vom Sven. Da sehen wir dann noch so ein paar Fahrzeugdaten. Muss ich ja nicht erklären, ihr seht's ja. Hier haben wir auch nochmal die aktuelle Fahrertabelle. Mit Stand vom letzten Rennen. Rennen 1 von 7. Da seht ihr es nochmal. Teamtabelle gibt es auch. Ja, und wie gesagt, viele neue Teams dazugekommen. Richtig cool. Viele neue Fahrer vor allem. Jo, mach das, Sven. Ich schaue mir das später auch nochmal in der Wiederholung an. Ganz entspannt. So, 15 Sekunden nur noch. Dann gehen wir eine kurze Pause von 3 Minuten, wie eben erwähnt. Und dann geht's los, Freunde. Da ist es rum. Da wird nochmal die Platzierung, die Startaufstellung quasi nochmal gezeigt. Zumindest die ersten 16. Das scrollt er jetzt ein bisschen runter. Mike Schmidt auf 17. Und wir machen eine kurze Pause. In 3 Minuten sind wir wieder da. Bis gleich.
So, ich melde mich zurück aus der kurzen Pause. Schulle kommt auch gleich. Vielen Dank für die Follows, Freunde. Vielen Dank dafür. Hab gerade gesehen, kamen welche rein. Sehr nett von euch. Da freuen wir uns natürlich riesig. So, und da baut sich so langsam die Startaufstellung auf. Wir gehen auch gleich ins Vollbild. Noch 45 Sekunden bis zum Rennstart. 45 ja, ne? Sekunden nur noch. Ah, da ist der Schulle auch. Ja. Perfektes Timing, Schulle. Nur noch circa eine halbe Minute. Ah, da ist er ja, der Schulle. Grüß dich, grüß dich. Herrlich. So, gleich geht's los. Ich schalte wieder aufs Dings um. Ich schalte jetzt auch um aufs Vollbild. Wir sehen uns nach dem Rennen nochmal live hier. Genau. Wir sehen uns gleich nochmal. Neben mir. Ja, ja, auf jeden Fall. Nur 600 Kilometer weit weg oder 700. Ja. Nicht so weit. So, so jetzt geht's alle. Los. Ich gehe einfach mal auf den letzten drauf. Ja, dann sehen wir jetzt gleich im zweiten Bild. Oh, jetzt geht's schon los. Es geht auf geht's! Los. Auf geht's hier, Freunde. Da war ein Crash. Da war ein Crash. Ein Startcrash. Ein Startcrash? Ja, da sind zwei ins Grün. Uiuiui, was ein enges Feld hier. So viele Fahrzeuge, so eine enge Stelle. Oh, da dreht sich auch einer weg. Heieiei, ich mach mal die Driver-Incidents an. Heieiei, hier ist was los, Freunde. Hier ist was los, Freunde. Adrian und Mikal auf Platz 1 und 2. Markus Reus auf 3. Was ist denn hinten passiert? Ich sehe gerade. Ja, ich hab's nicht genau gesehen. Wer Tobias Jünger ist auf 19. Ja, da muss wohl ein Crash gewesen sein dann. Da muss ein Crash gewesen sein. Fahrzeug ist aber noch im guten Zustand. Keine Motorschäden, keine Getriebe, alles gut. Strafen gibt's auch keine. Also von daher. Haben wir jetzt nicht sehen können, ja. Ja. Jetzt schwitzen wir rüber hier. Robert Wutzi. Wo haben wir denn? Ja, genau. Wutzi, geh ich mal in die Cockpit? Ja, er springt jetzt um hier im Automatikmodus, weil ja so viele Zweikämpfe sind. Und da ist auch wieder einer liegen geblieben gerade. Mein Gott, das geht so schnell hier. Unglaublich. Ja, der Timba wartet und Bebabovic. Oder Witz. Ja, ich mach nochmal deine Kamera mit an hier, weil so viel los ist. Robert und Patrick jetzt hier im Zweikampf. Uiuiui. Da weiß man gar nicht, wo man hinschauen soll. Unglaublich. Gerade nicht so. Oh, ein Fahrzeug ist schon raus. Oh! Ich sehe nur noch 18 von 19. Ja, Ena hat die Lobby verlassen dann, ne? Oder ja. Schade, schade. Aber war wahrscheinlich das Auto komplett demoliert. Vermutlich. Und jetzt hier ein schönes Viererfeld, Fünferfeld sogar. Platz 7 und 8 Grad zu sehen hier im Bild. Machen wir mal hier. Zack, ich mach mal den Heckflügel an. Ja. Zack, dann sieht man das Ganze mal von hinten untersetzt. Eieiei, hier wird's richtig eng. Das war eng. Wahnsinnsaufnahmen hier. Auch hier im Mittelfeld Platz 9 und 10 Grad. Schöne Bilder. Das muss ich jetzt hier erstmal einsortieren. Hier ist so viel Action gerade. So viel Action. Und hier auch Platz 12 und 13. Auch im Zweikampf hier Parallelflug. Heieieiei. Oh, bei mir haben sie keine Räder mehr hinten, sehe ich gerade. Jetzt. Bei dir auch? Eieiei. Boah, und ich dachte, das gibt's nur bei Gran Turismo. Ja, nee, ich habe auch gerade keine Räder an der Hinterachse. Warte, ich guck mal, ich geh mal hier in den Autodirektor. Guck mal, ob das bei mir auch der Fall ist. Ja, nee, bei mir haben sie alle Räder. Ah, okay, dann ist das nur bei mir gerade. So, wir sind nochmal on board beim Stefan Kenzbock. Im Cockpit. Der ist hier ganz dicht hinterm Rainer Hillert, aber das ist nicht der einzige Zweikampf. Maverick ist raus, oder was? Maverick sehe ich nicht mehr. Okay. Tatsache. Vom Server geflogen. Ah, schade, Mav. Mann. Schade. Ärgerlich.
Ja, und hier gibt's Duelle ohne Ende. Wir schalten nochmal in den Auto-Director-Modus, was es hier noch so gibt. Ist ja wirklich Wahnsinn. Ist ja klar, so viele Fahrzeuge, so eine kleine Strecke. Aber ich glaube, er ist wahrscheinlich vom Server geflogen, als ich den Reifenbug bekommen habe, ne? Das könnte sein. Kann möglich sein, ja. Wo haben wir denn hier? Platz 8. Hier, ich habe gerade Rainer und Stefan Kenzbock. Stoßstange an Stoßstange hier, die beiden. Und da setzt er an, der Stefan, innen. Und jetzt switcht er schon wieder um, ey. Meine Güte, der weiß gar nicht, wo er hinschalten soll. Der so weiß nicht, wo er hinschalten soll. Unglaublich. Ich switch mich jetzt mal gerade manuell durch. Wir fangen mal vorne an, um mal so ein bisschen Überblick jetzt hier zu kriegen in der ganzen Action. Also Adrian Scholtisek auf Platz 1. Gefolgt von seinem Teamkollegen, dem Michael Stun, auf der 2. Dann der Markus Reus auf Platz 3. Christian Brandt auf der 4. Patrick Pilz auf 5. Rainer Hillert auf der 6. Dicht gefolgt hier vom Stefan Kenzbock, der hier gerade einen Angriff einleitet. Dann der Brian Schmidt auf der 8. Robert Wutzi auf Platz 9. Kommt hier gleich ums Eck gefahren. Schauen wir mal. Kamera kommt gerade nicht rum hier. Na, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Die Kamera sucht sie, aber sie findet sie nicht. Doch da. Da musste die Kamera eine ganze Zeit lang schwenken. Da, Robert Wutzi, habe ich gesagt, ja, auf 9. Fehlen wir dir die Reifen? Ich fasse da nicht. Ist er. Ja, komisch, ne? Matthias Otto auf 10. Mike Schmidt auf 11. Kamil Timber auf 12. Franz Kienesberger auf 13. Marius Bibabovic auf 14. Christian Hohmeier auf 15. Der Thorsten Bisteer auf 16. Tobias Jünger auf 17. Und der Sascha Hagedorn auf der 18. So, jetzt sind wir mal alle durchgegangen. Und schalten jetzt wieder in die unzähligen Zweikämpfe rein hier. Bin gerade beim Brian Schmidt hier. Heieieiei, guck dir das an, Schulle. Was für ein enges Feld hier. Das ist Wahnsinn. Was für ein enges Fahrerfeld. Unglaublich. Was hier los ist. Da weiß man gar nicht, wo man hinschauen soll. Auch hier wieder Platz 12 und 13. Wie an der Perlenkette. Ja, echt eng hier. Alle beisammen auf jeden Fall. Und durch die kleineren Crash am Anfang so ein paar gute Fahrer nach hinten und dadurch wird es alles noch enger. Ich bin mal gerade onboard hier bei Marius, der hier drei Fahrzeuge direkt vor sich hat. Setzt jetzt hier innen an beim Franz Kienesberger. Da zeigt er sich jetzt Parallelflug. Gucken gerade, ah ja. Heieiei, guck dir das an, ey. Vielleicht kannst du beim Franz mal die Heckperspektive starten. Platz 12 Heckperspektive bitte an die Regie. Bin ich. Nee, der Franz ist Platz 12, da bin ich. Ah, nee, ich hab mich verguckt, sorry Leute. Der Marius ist ja ganz woanders. Der Marius ist auf 14, das ist der Mike auf der 13. In der Corvette, genau. Ich hab mich in der Zeile vertan hier. Einmal mit Profis. Ja, so viel Action, da kommt man selbst als Streamer völlig durcheinander hier. Ja. Kommt deswegen habe ich jetzt gerade mal den Automatikmodus ausgemacht und mal manuell geschaltet, weil hier so viel los ist. Unglaublich. Grüß dich, Christoph Meyer. Seid ihr durch mit dem Audi-Event? Bist du heute mitgefahren, oder? Hi, grüß dich. Und jetzt piekst da rein da. Hi. Das war knapp. Ganz knappe Sache auf jeden Fall. So, ich schalte nochmal rum, Sprudel. Lass nochmal hier die Automatik laufen. Jetzt ist er auf Platz 6 und 7 bei Rainer und Brian. Mein Gott, Bild mal aus. Sag einfach Bescheid. Im Autodirektor einfach mal rein. Um einfach mal hier Bescheid. Das Rennen zu genießen quasi. Genau. Wenn was ist, dann melde dich, dann schalte ich dich wieder dazu. Wir sind ja flexibel, Freunde. Dann können wir auch mal die Vehicle-Info hier schön einblenden am Rand. Ja,
Ja, ist Race Room, richtig. Ja. Korrekt. Also der Jig, wie du siehst, hat einen clean Bug. Ja, ich habe gerade leider einen Räder-Bug, dass die Hinterachse nicht... aber egal, ich denke mal, nach dem Boxenstopp sind die Räder wieder da. Ich hoffe es mal. Hoffen was. Und jetzt hier, der Stefan. Der kuschelt mit dem Brian sozusagen. Okay, bei an vier Autos. Meine Güte, ist das ein enges Feld. Hier 10 Minuten schon unterwegs und die fahren hier fast zu dritt nebeneinander in die Kurve. Unglaublich. 19 Fahrer waren wir, jetzt sind wir noch 18. 18 Fahrer noch auf der Strecke hier auf Most in Tschechien. Und wir haben so viele Zweikämpfe, das ist einfach unglaublich. Yo, Mev. Wir hören uns. Trotzdem schönen Abend. Mach's gut, Mev. Wie an der Perlenkette hier. Da wurde hart trainiert hier. Robert Butzi hier nochmal im Bild. Gehen wir mal beim Robert. Gehe ich jetzt mal onboard rein. Ah ne, er wechselt gerade schon wieder selber hier zum Stefan, weil es da einfach so eng ist. Stefan Kenzbock. Ja, das Ding weiß ja nicht, wo es hinschalten soll. Der weiß nicht, wo er hinschalten soll. Brian Schmidt. Nee, da ist er schon vorbei. Mein Gott, man kommt ja gar nicht hinterher mit dem Reden hier. Unglaublich. Ja, guck dir das doch an. 4, 5, 6 Autos. Alter Falter, ey. So, das habe ich aber auch noch nicht gesehen, du. Das vordere Mittelfeld. Wie verrückt. Wahnsinn, Wahnsinn. Was ist jetzt anstrengender, das Fahren oder das Streamen? Ich bin mir nicht sicher gerade. Unglaublich. Ein Zweikampf nach dem anderen, jetzt hier Platz 9 und 10 und da hinten kommt auch schon wieder einer angeflogen. 5 Fahrzeuge hier, dicht an dicht. Am Zeitenmonitor oben kann ich sehen, Adrian weiterhin auf Platz 1, hat ein bisschen ausgebaut auf seinen Teamkollegen, gute 2,5 Sekunden. Ja. Da schalten wir nachher natürlich auch nochmal hin, aber die Zweikämpfe sind noch so extrem hier im Mittelfeld, da müssen wir draufbleiben. Jetzt bei Kamil. Pit Window is open. Pit Window open, alles klar, danke für die Infoschulle. Jetzt onboard hier, über Startziel bei Kamil Timber mit Blick auf Matthias Otto. Mantai Racing gegen ASR Academy. Und es gibt eine Disqualifizierung. Race to Car 2. Car Pitlane Speeding. Franz Kienesberger. Oh, der ist wohl volle Sau reingeballert. Da war einer zu schnell in der Box. Eine, ja. Ja. Disqualifiziert, kann man da leider nur sagen. Schade, schade, schade. Eieieiei. Ja, da steht er in der Box leider. Auf den armen Kerl rufschalten. Ja, ich bin gerade schon drauf. Der steht in der Box. Ja, Tatsache. Da ist er in der Box. Der wird ins Lenkrad beißen. Oh ja, das ist ärgerlich, aber auch das gibt's hier. Hier ist halt Realistik angebracht. Und da sind wir schon wieder beim Stefan Kenzbock. Er ist aktuell auf Platz 9 und nimmt hier den Brian Schmidt von SHS Racing ins Visier und zeigt sich innen. Oh, 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 jetzt wird's eng! Da hat's gekracht. Sicher? Da hat's gekracht bei Platz 10 und 11. Da ist die Kamera schnell umgeschwenkt auf Platz 10 und 11. Ja, Platz 10 und 11 geht mal ruf. Warte, ich guck mal. Ja, das hat sich jetzt schon wieder neu sortiert, Schulle. Es sind ja, so viele Fahrzeuge. Wer war das? Brian Schmidt? Ich hätte Brian Schmidt gesehen. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber es sah mir so aus. Da ist die Kamera ganz schnell umgeschwenkt auf diesen Unfall. Das macht ja auch die Kamera hier automatisch, wenn Unfälle passieren. Ja, also Auto ist ganz bei ihm. Bei Brian Schmidt. Auto ist ganz. Ja, es gab eine Kollision und einen Dreher auf jeden Fall. Material zum Glück nicht erlitten. Und jetzt Robert Wutzi innen hier. Oh, das ist verdammt eng. Eieiei, leichter Kontakt hier zwischen den beiden. Wer ist denn das? Robert Wutzi und Rainer Hillert. Meine Güte, Leute. Wahnsinn. Wahnsinn, da kommt man hier ins Schwitzen. Da hat jemand den Bremspunkt verpasst. Der Brian Schmidt, der nimmt die gerade aus Ruhe. Geh mal kurz rauf beim Brian. Ja, der musste ein bisschen Slalom fahren, hat dadurch jetzt natürlich viele, viele Plätze verloren. Ist jetzt auf Platz 15 damit. Ja, ich habe deine Kamera nochmal angemacht, weil hier so viel los ist. Ja, also viel, viel Dramatik heute auf jeden viel Fall. Viel Dramatik, ne? Wahnsinn. Also viele Dreher, viele Ausflüge, viele Verbremser, kleine Stupser-Kollisionen. Also man merkt, die Fahrer fahren heute hier mit den Messer zwischen den Zähnen einfach. Und wollen sich hier möglichst gut präsentieren und vielleicht manche ein bisschen übermütig oder wie soll man sagen,
Ich glaube, dass es da keiner mit Absicht macht, aber wie gesagt, Racing pur. Ja, wir haben volles Fahrerfeld, wir haben eine relativ kleine Strecke. Richtig, richtig. Und man muss auch sagen, alle Fahrer, also egal jetzt, welche Rennspiel man überhaupt spielt, wenn man sich nach einer Saison dann kennt und vielleicht auch noch viel miteinander trainiert, dann weiß man oft, wie die Konkurrenten fahren oder die Mitstreiter. Da kann man schon ganz anders reagieren. Wenn man sich aber nicht so kennt, ja, da gibt es auch Missverständnisse und dann gibt es halt die kleine Kollision. Das muss ja nicht immer ein Schaden sein. Das reicht ja, wenn man kurz mal das Heck antitscht, das und dann schon dreht man sich. Ja. Ja, aber trotzdem, für die Zuschauer natürlich immer Action pur, ne? Ja, und hier haben wir jetzt die nächste Action. Tobias Jünger hinter Christian Hohmeier und Tobias will vorbei. Da gucken wir doch mal. Warte mal. Ich bin onboard gerade beim Tobias. Beim Tobias, da ist er. Onboard bist du? Ja, ich kann auch Tele machen, dann geh du onboard. Mach Tele, geh ich in Cockpit. Tobias Jünger, Tele, du onboard. Da ist richtig eng. Was ist hinterm Tobias los? Da ist der Matthias Otto. Zweikämpfe kosten Zeit. Schauen wir mal, ob Matthias jetzt sich hier ransaugen kann an die beiden. Ah ja, auf jeden Fall wird es nicht weniger. Und die Hinterachsen. Ja, Sven, bei mir ist es nicht. Also ich habe bei mir alle Räder zu sehen. Warum das ist? Das war ungefähr Ahnung. Zu der Zeit vom Disconnect vom Maverick irgendwie. Da ist irgendwas gewesen. Plötzlich waren meine Räder weg und kurz danach hieß es, da fehlt ein Fahrer. Vielleicht ist es auch Zufall gewesen. Richtig eng hier. Tobi bremst sich richtig ran. Er schnuppert da am Auspuff und versucht jetzt parallel vorbeizugehen. Parallel. Mal gucken, beim Rausbeschleunigen, wer da keine Berührung. Tobi vorbei. Tobi vorbei, aber gucken, der AMG ist natürlich in den Endgeschwindigkeitsmonster. Ja, und Matthias Otto ist auch da jetzt. Der ist jetzt auch bei. Zack, haben wir einen Dreikampf. Jetzt wägt man einfach zum. Und Matthias. Gerade vorbei. Gerade vorbei an Christian. Ist ja verrückt. Die geben sich da ordentlich. Wahnsinn, so viele Positionswechsel. Ich gehe nochmal in den Auto Director. Schauen wir mal, was er uns hier noch spendiert. Jetzt ja, er blendet nochmal ein hier. Matthias Otto und Christian Hohmeier. Ja, ich bin jetzt mal beim Christian hier onboard im AMG. Hinter den bei den Porsche. Und hier switcht schon nochmal um auf den Stefan. Auf Platz 8 ist er mit Blick auf Rainer Hillert. Auch hier wieder gleich ein Zweikampf. Wahnsinn, wir haben bestimmt gefühlte 4-5 Zweikämpfe hier aktuell auf der Strecke. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Wir haben jetzt 28 Minuten noch zu fahren. Und die Action lässt einfach nicht nach. Hier, schönes Dreierfeld wieder. Ich geh mal kurz auf den Autodirektor, um mal ein paar Infos zu bekommen. Also wir haben jetzt, der Herr Scholtisek ist jetzt 28 Sekunden vorne weg. Wahnsinn. Oh ja. 28 Sekunden rausgefahren. Deine schnellste Runde war eine 1:31,5. Und sein Teamkollege hier, der Michael Stuhn, auf Platz 2 mit einer 1:31,6. Also das ist wirklich nicht viel Unterschied, aber wahrscheinlich fährt der Adrian hier 4,5 Sekunden Abstand. 4,5, ne? Der hat mir gerade 28 angezeigt. Nee, Quatsch. 4,5. Ja, jetzt 7 Sekunden. Jetzt 7 Sekunden, genau. Warum hatten der mir 28 Sekunden oder 24 Sekunden angezeigt? Ja, vielleicht, weil sie noch nicht über der Ziellinie waren. Vielleicht war da irgendwie eine Differenz. Kann sein, dass sich das nochmal eingependelt hat. Ja. Aber jetzt schon wieder 11 Sekunden. Ja. Jetzt schon wieder 11 Sekunden. Naja, gut. Nehmen wir jetzt mal so hin. Und Platz 2 und 3 ist auch noch eng hier. Michael Stuhn und Markus Reus. Platz 2 und 3. Ja. Die sind nur 0,7 Sekunden auseinander, die beiden. Christian Brandt, Patrick Pilz auch nur 0,4 Sekunden. Also wir haben es ja in der Quali schon gesehen, wie dicht die Zeiten aneinander lagen. Und das bewahrheitet sich jetzt hier auch im Rennverlauf. In der Box war aktuell noch keiner. Nee, Box war noch keiner. Gleich ist schon Halbzeit hier vom Rennen.
in den nächsten 3 Minuten. Oh, Christian Brandt ist raus. Ist von der Strecke gekommen. Bisschen zu weit rausgekommen. Christian Brandt auf Platz 4. Ja. McGrann. Und die Kamera hat hier richtig zu arbeiten. Die switcht die ganze Zeit durchs Feld. Unglaublich. So schnell kann man gar nicht reden. Das muss man einfach sehen. Wahnsinn. Hier auch Rainer, Hillert und Stefan Kenzbock. Ja, der Markus Reus, der kommt da immer näher ran, ne? An den Slim. Ja. Hier nochmal onboard beim Stefan Kenzbock, der auch schon in vielen Zweikämpfen hier zu sehen war am heutigen Abend. Aktuell auf Position 7 mit Blick auf Rainer Hillert und dahinter der Kamil Timber auf der 8. So, da sehen wir jetzt den ersten Boxenstopp. Da fährt einer rein. Das müsste der Mikael Stun sein. Ja, der fährt als erster hier an die Box am heutigen Abend. Ne, Robert Wutzi war schon. Der hat den Schraubenschlüssel. Robert Wutzi war schon an der Box. Robert Wutzi. Oh, und Drehung von Mikael Stun in der Boxengasse. Oh ja, man sieht es gerade bei dir unten rechts. Hei, ja. Hei, was ist da passiert? Oh, da wurde wahrscheinlich rechts ein bisschen zu schnell rein und hat die Kontrolle verloren. Das hat jetzt Zeit gekostet. Das hat richtig Zeit gekostet. Damit ist der Herr Reus, würde ich sagen, erstmal auf Platz 2. Auch so, wenn er in der Box war. Ja. Und da schmeißt er uns wieder ins Cockpit vom Stefan Kenzbock. Platz 6 aktuell. Rainer Hillert weiterhin vor ihm. Hinter ihm der Kamil Timber. Können wir auch mal die Heckperspektive reinschmeißen hier. Da sehen wir den Kamil Timber im Porsche. Also ein richtig enges Dreierfeld hier. Sehr schöne Aufnahmen. Sehr schön. Geile Leistung hier von den Fahrern. So, Boxenstopp hier beendet. Oh. Oh. Und Mikael Stun hat Durchfahrtsstrafe. Durchfahrtsstrafe für zu schnelles Fahren in der Boxengasse. Ja, ich zeig's nochmal gerade im Stream. Hier sehen wir es nochmal unten rechts. War gerade das Overlay drüber. Da wird er zweimal ins Lenkrad beißen. Erst der Dreher in der Boxengasse oder in Boxengasseneinfahrt und dann noch zu schnell. Hat er den Pit-Limiter zu schnell gelöst oder benutzt ihn nicht, hat zu doll auf den Pinsel gedrückt und zack, Strafe. Hatte ich übrigens im ersten Rennen in Oschersleben, ich war auch zu schnell in der Boxengasse. Na sowas, du Limmel. Ich hab den Pit-Limiter zu spät gedrückt. Und hier Platz 5 und 6. Rainer und Stefan weiterhin im Zweikampf. Platz 5 und 6. Zack, dann gehen wir einfach mal hier rein. Zack, ja. Eieiei, die nicht, geben sich hier hart, die beiden. Eng. Adrian inzwischen 15 Sekunden Abstand ausgebaut auf Platz 2, ja. auf Markus Reus. Vorher war ja der Mikael Stun dahinter, der ja gerade an der Box war, deswegen hat sich hier ein bisschen verschoben mit den Platzierungen. Trotzdem echt eng alles beieinander, also gerade im Mittelfeld sau stark, wie die da miteinander fighten. Ja. So, ich schmeiß nochmal hier die Automatik rein. Jetzt sind wir gerade beim Robert Wutzi. Der ist jetzt auf Platz 13. Beim Wutzi. Und das switcht da schon weiter. Platz 10 und 11. Thorsten, ich komm ja nicht hinterher. Da kommt man gar nicht hinterher. Nee. Es ist einfach so ein enges Fahrerfeld noch. Unglaublich. Was macht denn unser Tobi? Das ist unser Teamkollege. Der ist aktuell auf Platz 8, sehe ich. Ja, ist ein bisschen vorgekommen jetzt. Gehe ich mal onboard bei ihm rein hier. Matthias mal neben Otto ihn setzen. Ja, mit Blick auf Matthias Otto. Geh mal onboard rein jetzt hier beim Tobi. Und Matthias Otto fährt in den Boxen. Tobi fährt auch. Okay. Dadurch Tobi Platz 7 aktuell. Hat im Rückspiegel auch niemanden, da ist niemand zu sehen. Der hat jetzt Luft momentan, hat der Tobi. Jetzt schön Luft, richtig. Ich
So, switchen wir wieder rüber in die Duelle hier. Nochmal Platz 10 und 11. Ne, Platz 9 und 10 hat sich gerade aktualisiert, weil jemand in der Box steht. Beim Brian Schmidt. Hier im Cockpit. Ja, sehr schön. Ich habe Tele, du hast Cockpit. Sehr gut. Das ist Teamplay hier. Natürlich. Oh, und die Hälfte des Rennens ist leider schon um und es ist immer noch sowas von spannend, als wenn das Rennen gerade erst gestartet wäre. Wahnsinn. So, er zeigt uns nochmal den Robert Wutzi von slracing.de auf Platz 12. Wutzi, und jetzt, er ist schon wieder vorbei, er hat ihn nur mal kurz gezeigt. Oh, der Thorsten kommt sehr weit raus hier. Das ist jetzt die Möglichkeit für Brian weiter aufzuschließen. Nur 0,3 Sekunden zwischen Platz 9 und Platz 10. Und wir haben eine weitere Strafe. Oh, ja. Durchfahrtsstrafe für K911. Das müsste Matthias Otto? Ja, steht daneben bei mir. Ja, Matthias Otto. Ja, hast du recht, habe ich nicht weitergelesen. Wahrscheinlich auch. Der war ja in der Box gerade. Wahrscheinlich zu schnell rausgefahren. Ja. So, ich klicke mich nochmal kurz durchs Feld hier. Wir haben so viel Zweikämpfe jetzt hier. Ja. Wir gucken jetzt nochmal manuell einfach durch. Also Adrian Scholtisek weiterhin auf Platz 1 hier. Mit jetzt inzwischen durch die unterschiedlichen Boxenstrategien 36 Sekunden hat er. Auf den Patrick Pilz, der sich auf Platz 2 befindet von IT Return Racing. Dann der Christian Brandt auf Platz 3. Dahinter haben wir den Rainer Hillert auf Position 4 aktuell. Dann der Stefan Kenzbock auf der Position 5. Tobias Jünger auf Platz 6. Der Brian Schmidt auf der 7. Der Thorsten Besteher auf Platz 8. Sascha Hagedorn von Mantai Racing auf Position 9. Markus Reus auf Position 10. Wie gesagt, es wird noch leichte Verschiebungen geben, weil es waren noch nicht alle Fahrer an der Box. Robert Wutzi auf 11. Das bereinigt sich noch. Das bereinigt sich noch, aber wir gehen es trotzdem mal durch, weil die Halbzeit schon durch ist. Kamil Timber auf 12. Autos jetzt, die drei Porsche hier. Platz 8, 9 und 10 gerade hintereinander in die Box rein. Alle hintereinander, okay, jetzt kommen die Stops. So, Krillo fragt gerade, fährt die NSL heute noch? Nee, die fangen nächste Woche, glaube ich, wieder an. Ja, nächste Woche. Mike Schmidt in der Corvette auf Platz 13. Christian Hohmeier auf 14. Der Michael Stuhn auf 15. Matthias Otto auf 16. Marius Bibabovic. Oh, der ist raus. Der ist raus, schon eine ganze Weile. Ja. Schon eine ganze Weile. Der Franz ebenso. Oh, die stehen hier übereinander, die beiden. Die kuscheln. Ineinander, übereinander. Und da ist er wieder onboard beim Stefan Kenzbock, der wieder in einem Zweikampf verwickelt ist. Oh, Rainer Hillert hier. Kleiner Abflug durchs Grün. Dadurch Tobias Jünger jetzt auf Platz. Ja, und wen hat er vor sich? Den Stefan Kenzbock. Ja, ganz genau. Direkt vor sich. Ne? Oh, wir haben eine neue Durchfahrtsstrafe für Thorsten Besteher. Besteher. Alter, heute ist ja viel, heute haben wir viele Durchfahrtsstrafen, ne? Ja. So, Tobi fährt jetzt auch in die Box. Ja, und gucke gerade. Ja, Adrian wird hier gerade durchgereicht. Ist der auch in der Box, sag mal? Ja, Adrian müsste, glaube ich, an der Box sein. Ja, ja, ist er, alles klar. Dadurch, ja, der fährt gerade erst wieder los, der Adrian. Jetzt haben wir. Oh, das bereinigt sich alles gleich. Nächste Durchfahrtsstrafe jetzt für Adrian. Was ist denn heute los? Sind die alle. Die, ich glaube, die kriegen alle eine Durchfahrtsstrafe. Die lösen den Pit-Limiter zu früh. Kann das sein? Ich weiß nicht. Ja, aber.
Das sind Profis, das wundert mich. Ich bin auch sehr irritiert. Wer ist denn gerade, wer steht denn gerade in der Box? Wer steht gerade in der das Box? Das wundert mich jetzt, dass fast jeder eine Durchfahrtsstrafe erhält. Hatten wir ja letztens auch nicht, ne? Da hatten wir höchstens eine gehabt. Ja, ja, das stimmt wohl. Also wie gesagt, jetzt müsste ja gleich... Also die ersten drei waren noch nicht in der Box. Ich bleib jetzt mal beim Christian Brandt einfach hier im Cockpit. Ja, warte, ich schalte dich wieder dazu jetzt. Beobachte mal gleich den Boxenstopp, um zu gucken, wo die Pitlimiter-Linie ist beim Rausfahren und beim Reinfahren. Ja. Vielleicht wird die zu früh gelöst, man weiß es nicht. Es fällt auf jeden Fall auf, ne? Ja. Mit den Strafen. Ja, Christian Brandt fährt jetzt in die Box. Jetzt kommen hier auch nächste Stops bei mir. Jetzt gucken wir mal. Ja, also Christian Brandt bremst ordentlich runter. Thorsten hat auch den Pitlimiter drin. Ein Risiko einzugehen. Ich glaube, entweder beim Reinfahren... Die machen jetzt alle ihre Durchfahrtsstrafen hier, ne? Gerade. Hier sehen wir die Durchfahrtsstrafen gerade von Thorsten. Ja. Ich glaube... Und Rein Schmidt hat jetzt auch eine bekommen. Hauen den zu spät rein. Jetzt haben wir den nächsten. Der Pitlimiter, die Linie, die ist sehr, sehr, sehr weit vorne. Mhm. Ich denke... Dass das daran liegt. Ja, also Brian hat es jetzt auch erwischt, auf jeden Fall. Mal gucken, jetzt der Christian ist ja jetzt hier beim Brian rein tanken. Jetzt kommt der Adrian hier nochmal, macht seine Durchfahrtsstrafe. So, jetzt switcht er nochmal um hier. Kamil Timber, aktuell auf der Position Nummer 8 von der SR Akademie. Bin sofort da, hol mir noch ein frisches Bier. Ja. So, der Christian fährt jetzt los, dann gucken wir mal. Also, zeitig genug gebremst hat er, definitiv. Da muss er sie lösen. Ich denke, das passiert immer bei der Einfahrt. Okay. Das ist meine Vermutung. Ja, ist seltsam, schreibt auch der Sven gerade, dass hier so viele Strafen heute verteilt werden. Nee, das ist bei der Einfahrt, weil der Pitlimitar ist fast direkt beim Eingang, wenn man reinkommt. Ist direkt die Linie. Ich denke mal, da holen sie sich die alle ab, weil sie denken erst, dass die viel weiter nach dieser Schikane in der Boxeneinfahrt, denken wahrscheinlich die meisten, ist erst die Linie für die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, vielleicht äußert sich ja nachher einer im Fahrerinterview, was er da ja, wir können jetzt nur mutmaßen, dann können wir nachher nur fragen, richtig. Können wir nachher mal fragen, auf jeden Fall. So, da ist jetzt hier Stefan Kenzbock auf 1, ne? Der jetzt in die Box fährt, aber nur 5 Sekunden vor Rainer Hillert. Aber Rainer Hillert war auch noch nicht in der Box. Da kommt auch der nächste gerade durch die Box, könnte aber Markus auch wieder... Markus Reus war schon. Der übernimmt jetzt die Führung hier. Ja, switchen wir mal hin, ja. Also es hat sich jetzt hier sehr neu sortiert durch diese ganzen Durchfahrtsstrafen. IP, grüß dich. Das hat sich jetzt hier ordentlich neu sortiert. Ja. Und so, dadurch, jetzt Robert Wutzi war schon in der Box, der ist jetzt auf Platz 2, hat sich dadurch natürlich schön vorspulen können durch diese ganzen Durchfahrtsstrafen. Ja. Markus Reus 1, Wutzi 2, Patrick Pilz auf 3, Kamil Timber auf 4, Tobi. Nächste Durchfahrtsstrafe. Der Tobi, ja, Stefan Kenzbock. Zu spät gebremst, 100%ig. Und Tobi jetzt auf 5. Dadurch natürlich. Schreibt mal beim Tobi ins Auto. Der hat Sichtkontakt zum Kamil. Und mal gucken, ob er da nochmal Richtung Treppchen angreifen kann. 11 Minuten hat er noch und er hat Platz 4 und 3 vor sich. Also Tobi hier jetzt in Sichtweite. Angriff aufs Cockpit. Volle Pulle X reloaded. Will ja nicht parteiisch sein oder so. Tobi, ihr Piass. Tobi, ihr Piass. Oh! Tobi, was war das denn? Meine Fresse. Scheiße, der hat... Der hat rechts den Körper zu eng genommen und hat sich dadurch ausgehebelt. Ich hab grad mir eine Zigarette aus der Packung genommen. Guck hoch und dann sehe ich nur, wie er da so quer in der Luft hängt. Oh. Guck mal, mach mal den Schaden da an. Mach mich mal weg und guck mal, ob er Schaden genommen hat. Vehicle-Info, oh ja. Vorne
komplett weg und Engine auch komplett weg, der Balken. Oh, da kann er. Ja, nee, das hört sich jetzt nicht an, als wenn die Engine weg war, aber er muss auf jeden Fall in die Box. Das hat gerappelt jetzt beim Tobi. Heieieiei. Ja, er ist zu weit drin und dann hat sie ihn durch so eine Wurst ausgehebelt. Wahnsinn, ey. Was ein Rennen am heutigen Abend. Und wieder so viel Dramatik. Und man weiß nicht, wo man hinschalten soll. Ich bin auch schon wieder weiter hier bei Christian Brandt und Patrick Pilz. Also so ein Rennen habe ich noch nicht gehabt. Dass diese scheiß Zweikämpfe nicht aufhören. Aber es ist geil. Richtig geil. Ja, mit dem Rad ist ein Bug, Pi. Die haben alle keine Räder bei mir. So, und jetzt springt darüber zu Christian Hohmeier. Der ist hier auf Platz 10 unterwegs. Also, wir haben jetzt einige Top-Fahrer, die relativ weit hinten sind, sehe ich gerade. Zum Beispiel der Adrian. Das liegt an diesen Durchfahrtsstrafen auch. Der Adrian ist nämlich auf Platz 15. Der war ja die ganze Zeit souverän auf Platz 1. Verrückt. Ganz durchmischtes Feld jetzt. Total durchgewürfelt. Tobi jetzt aktuell auf Platz 14. Ja. Von Platz 5 auf Platz 14 runter. Ja. Und Treppchen eigentlich in Sicht. Treppchen ja. in Sicht. Und da hat's ihm das Auto so ausgehebelt, dass es Schaden genommen hat. Das ist ärgerlich. Hi, Kamefis. Grüß dich. Grüße dich. 35 Minuten und so viel Dramatik am heutigen Abend. Unglaublich, Freunde. Oh Mann, oh Mann. Hier auch wieder ein Dreierfeld. Der verrückt. Ey, ich muss mir auch mal Nachschub holen, ich bin gleich wieder da. Jo. Gehen wir mal onboard rein beim Patrick Pilz. Mit Blick auf Christian Brandt und davor fährt der Stefan Kenzbock. Platz 5 und 4 sind vor ihm zu sehen. Was ein dramatischer Abend hier, unglaublich. So viel Action in so einer kurzen Zeit hier haben wir heute erlebt. Gute 8 Minuten noch zu fahren hier auf Most. Und das Rennen will sich einfach nicht beruhigen. Es hört nicht auf. Wir sehen es ja auch da vorne. Ich gehe mal kurz beim Christian Brandt onboard rein. Der versucht sich jetzt hier den Stefan Kenzbock zurechtzulegen, um vielleicht hier den Platz 4 zu ergattern jeden Moment. Unglaublich. Schauen wir mal bei Stefan Kenzbock über Heckperspektive hier auf den Christian Brandt. Der klebt ihm hier quasi förmlich an der Abschleppöse. Meine Güte, ist das knapp. Oh! Oh! Stefan Kenzbock disqualifiziert, weil er die Durchfahrtsstrafe nicht gemacht hat. Eieiei, was ist denn los? War gerade im Zweikampf und jetzt disqualifiziert. Eieiei. Schauen wir nochmal nach vorne. Markus Reus auf Platz 1. Robert Wutzi auf Platz 2. Gleich dahinter der Kamil Timber auf 3. Christian Brandt auf 4. Patrick Pilz auf 5. Mike Schmidt auf der 6. Rainer Hillert auf der 7. Mikael Stun auf der 8. Christian Hohmeier auf der 9. Thorsten Bisteer auf 10. Sascha Hagedorn auf der 11. Brian Schmidt auf 12. Adrian Scholtisek auf 13. Tobias Jünger 14. Matthias Otto 15. Marius Bibabovic ist raus an der Box. Stefan ist raus an der Box. Franz Kienesberger ist draußen an der Box. Alle raus. Disqualifiziert. Fahrzeugschäden und so weiter und so fort. Was ein dramatisches Rennen heute.
Ja, KBFS. Aktuell ist jetzt nur Tobias Jünger von X-Reloaded da. Der Maverick war da, aber der hatte leider Disconnect. Der ist aus der Lobby rausgeflogen. Daher haben wir jetzt hier aktuell von X-Reloaded nur... Ich schalte nochmal rüber den Tobi. Der befindet sich aktuell auf Platz 14, war eben auf Platz 5. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Da hat ein Kurb so weit ausgehebelt, dass das Auto abgehoben ist. Und beim Aufprall hat er dann Motorschaden gehabt und einen Frontschaden und musste nochmal unplanmäßig an die Box. Deswegen wurde er dann von Platz 15 auf Platz 14 zurückgespült. Oh, bin wieder da. Jo. Arbeite gerade im Chat durch. Wir hatten gerade leider eine Disqualifizierung von Stefan Kenzbock, weil er die Durchfahrtsstrafe nicht angetreten ist. Der war eben in einem Zweikampf und dann wurde er disqualifiziert. Aber da stand doch beim, beim Kienzberger, habe ich verwechselt. Ja, stimmt. Ja. Kenzbock, okay. Alles klar. Ja, der Stefan wurde leider disqualifiziert gerade. Ja, innerhalb von 3 Runden, wenn ich mich nicht irre. Ja, das hat er nicht gemacht. Und dann war er plötzlich in der Box. Und jetzt hier wieder Zweikämpfe. Christian Brandt, Patrick Pilz. Sollen wir da nochmal hinschalten, Schulle? Ich mach deine Kamera mal wieder an. Ja. Warte, Platz 4 und 5. Geh mal onboard beim Patrick rein, nach vorne. Zack. Ja, ich habe gerade im Streamchat gelesen, fehlt nur noch Regen hier vom Runner Hessi. Ja, kann ich nur bestätigen. Das wär natürlich i-Tüpfelchen hier noch. Ja, das wäre noch das i-Tüpfelchen auf jeden Fall. Dynamisches Wetter noch drin. Würde noch mehr Pfeffer reinbringen, obwohl heute haben wir richtig viel Pfeffer hier wieder mal gesehen. Wir haben schon ohne Wetterwechsel hier Pfeffer gehabt, also ja. Ich glaube, so ein Rennen habe ich noch nie gestreamt. Also wir haben ja jetzt immer noch die Zweikämpfe hier, es lässt einfach nicht nach. So, was haben wir jetzt? Wahnsinn. Patrick auf 4 und da kommt direkt wieder der Konter hier. Positionswechsel, jede Kurve ein Positionswechsel fast gehabt gerade hier. Wahnsinn. Das ist unglaublich, was heute hier abgeliefert wird auf Most. Das ist mal wieder schade, dass das Rennen gleich schon zu Ende ist. Es wirkt so, als wenn wir noch in den ersten paar Runden sind hier, von der Dramatik. Ich gehe nochmal in den Automatikmodus, mal gucken, ob er uns noch was einfängt. Er bleibt aktuell noch bei Patrick und Christian Brandt, IT Return Racing gegen Gambala Racing, Platz 4 und 5. Da sehen wir es ja nochmal beim Schulle, schön über die Heckperspektive. Wahnsinn hier. Und jetzt switcht darüber. Wo sind wir jetzt? Genau, beim Christian Brandt nochmal on board. Die geben sich ja hart hier zu Ende des Rennens. Ja, musst du dir auf jeden Fall nochmal anschauen, Patrick. Also das Rennen war sowas von krass. Ja, von Anfang an, ne? Direkt beim Start. Zwei Leute auf der Start geraten, haben sich weggedreht oder wie auch immer. Dann in der ersten Schikane ohne Ende Dreher. Und. Ja, also... Richtig viel Pfeffer. Ja, und die unzähligen Zweikämpfe, ne? Und hier auch wieder. Unzählige Zweikämpfe, dann von Boxendurchfahrtsstrafen ohne Ende, weil die Leute wahrscheinlich, ist unsere Vermutung, einfach zu spät den Pip-Limiter aktiviert haben, weil die Linie für die Geschwindigkeitsbegrenzung echt zeitig kommt. Haben wahrscheinlich viele nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, Platz 4 und 5 haben wir die Zweikämpfe. Hier nochmal Christian Brandt, aber auch im hinteren Feld. Reicht nicht. Steckt da zurück und versucht ihn nochmal, aber kann sich gut ranarbeiten. Und versucht jetzt hier auf den letzten zwei Runden sich Platz 4 zu holen. Unglaublich, echt. Ich sehe Tobias jetzt auf Platz 13. Ja, aber da kann man mal sehen hier. Oh, jetzt Platz 12, also auch jetzt hier Positionswechsel. Ja. Switch mal kurz rüber, was ist da los? Also, das hört einfach nicht auf hier mit den Zweikämpfen. Ich musste ja zwischenzeitlich in Automatikmodus ausschalten, weil die Kamera nur noch am Rumspringen war, weil hier so viel los ist. Es hört nicht auf. Und jetzt hier, Parallelflug. Unglaublich. 1,5 Minuten leider nur noch. So, also müssten wir mal gucken, der Markus Reus, wo der sich rumtreibt. Boah, oh, Brian, boah, meine Güte, Brian auf dem Gas, kommt raus und wird hier wieder ein bisschen durchgereicht. Meine Güte, Leute, ist hier was los am heutigen Abend. Und auch weiterhin Patrick und Christian hier am Fighten. Wir konnten so viel nicht zeigen, weil einfach so viel los ist.
Boah. Oh, nur noch 50 Sekunden leider. Das ist aber schade. Das ist aber schade. Eine Runde werden wir noch sehen. Ja. Ja, Markus fährt jetzt gerade über Startziel, hat noch 40 Sekunden Restzeit, also da kommt er definitiv drüber. Und dann sehen wir hier die letzte Runde. Die 45 Minuten sind vergangen wie im Flug hier. Das ist echt so, als wenn wir hier noch in der zweiten oder dritten Runde wären. Ja. Von der Action meine ich. So viel Action gewesen, ist die Zeit verrannt. Ja. Tobias auf 11, dicht dahinter der Brian Schmidt. Die haben ja eben auch ordentliche Zweikämpfe hier gehabt. Ja, wer möchte, kann von den Fahrern nachher auch nochmal in Teamspeak kommen. Das werden sie jetzt natürlich nicht hören. Die sind im höchsten Maße wahrscheinlich hier konzentriert. Wie sieht's aus mit Zieldurchfahrten, Schulle? Null. Wir sind runter mit der Zeit. Warte. Markus fährt noch. Geh mal zu Markus. Der ist jetzt bei... Ja, ist nicht mehr viel. Ist nicht mehr viel. Bleiben wir mal auf dem Markus drauf hier. Markus Reus fährt hier gleich mit Platz 1 durchs Ziel. 20 Sekunden Abstand auf Platz 2. Wahnsinnsleistung, Wahnsinnsrennen. Ja, heute ist richtig Arbeit, da hast du vollkommen recht. Das ist unglaublich, ohne Scheiß. Ich glaube, so ein Rennen habe ich noch nicht erlebt. Mit so durchgängigen Zweikämpfen und das an mehreren Stellen. Wahnsinn, das frisst richtig Energie. Es ist schade, dass wir nicht alles einfangen konnten. Aber ich hoffe, wir konnten trotzdem ein paar schöne Bilder einfangen hier für euch. So, da sehen wir jetzt die Zieldurchfahrt von Markus Reus. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 1 hier, Stockett Motorsport. Dann switchen wir weiter. Wen haben wir denn dann? Den Robert Wutzi auf Platz 2 von SL Racing. Genau. Auch jetzt hier seine Zieldurchfahrt. Da ist er durch. Glückwunsch, Robert. Gib da die Lichthupe. Glückwunsch. Wenn ihr alle keine Hinterreifen habt. Ja, genau. Trotzdem gut unterwegs. Ja. So, dann aus, die Scheiben. Hier SR Akademie, der Kamil Timber auf Platz 3. Treppchen. Sauber. Patrick Pilz, Platz 4. Christian Brandt, 5. Und der Mike Schmidt kommt gerade auf Startziel. Hat den Mikael Stuhn im Gepäck. Mike auf 6, Mikael auf 7. So, jetzt darfst du weitermachen. Platz 8. Ecke. Ja, Platz 8. Ja, Moment mal. Der zeigt mir hier gerade Platz 13. Warum zeigt der mir von alleine Platz 13? Ah, du bist im Autodirector wahrscheinlich. Ja, ja. Ah, halt, jetzt bin ich auf der Dings gegangen. So, jetzt hier kommt Christian Ohmeier. Auch mit der Lichthupe Platz 8. Starkes Rennen. Glückwunsch dazu. Und jetzt kommt Thorsten Besteher hier auf Platz 9. Im Porsche von Stockett Motorsport. Und da sind wir schon durch. Abgewunken. Da sehen wir es nochmal. Adrian auf 10, Tobias Jünger 11, Brian Schmidt 12, Sascha Hagedorn 13, Rainer Hillert 14, Matthias Otto 15. Ja, ja, dann Adrian wir... schreibt gerade seinen Monitor zweimal aus hier an meinem Fahren. Oh, okay. Oh je. Das ist natürlich schlecht. Also hat er hier im Discord gerade geschrieben, Michael. Ah, okay. Boah, was ein Rennen, Schulle. Unglaublich. Hammer. Ich kann auch gar nicht glauben, Hammer, dass es vorbei ist, weil es noch so brisant war an so vielen Stellen auf der Strecke. Ja. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass es schon vorbei ist. Wir mal zusammenfassen. Platz 19, der Kienesberger, der hatte einfach nur ein kaputtes Auto, ne? Wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und Platz 18 war eine Disqualifikation. Ja, Disqualifikation hatten wir ja auch. Weil er seine Boxendurchfahrtsstrafe nicht angetreten hat. Wir wollen den Schulle sehen, wir wollen den Schulle sehen. Finger aus dem Nasen nehmen. Oh. Komm, wir gehen mal kurz. Ich hol mal gerade hier die Fahrer. Oder wir gehen mal einfach in den Race Room Channel rüber zu den Fahrern. Ja, können wir machen. Ja? Können wir machen. Wir sind
Ein Stiefel durchfahren. Ja, und dann habe ich nur noch Wut gehabt und dann bin ich los und dann habe ich mich durchs Feld gejagt und... Da geht schon los. Da fangen wir schon an zu erzählen, ihr sollt doch jetzt erst anfangen, wenn wir live sind. Ja, ja. Abend. Boah, Leute, alle. Was habt ihr denn da veranstaltet? Was war das für ein Rennen? Also, unglaublich. Die erste Schikane war ganz schön hammer. Ja, ja. Aber wir sind nur halbwegs durchgekommen, oder? Alle anderen, ja. Fangen wir mal von vorne an. Wo fangen wir an? Fangen wir mal jetzt einfach beim Thorsten an. Thorsten, wie war das Rennen für dich? Machen wir es mal ganz strukturiert hier. Wir hatten so ein Chaos im Rennen, weil so viele Zweikämpfe waren. Du wirst es im Video sehen. Okay. War ein unglaubliches Rennen. Wie war es für dich? Da freue ich mich schon drauf, das auch anzuschauen. Also am Anfang der Start war ja totales Chaos. Ich habe da versucht, mich rauszuhalten und das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Aber dann die nächsten Ecken auch, also da hat es nur noch gestaubt, da habe ich gar nicht mehr viel gesehen. Und dann ging es eigentlich so seine Runden, zwischendurch ab und zu mal ein bisschen Fights, aber für mich war es dann zum Schluss ein einsames Rennen eigentlich. Ja, hat sich für dich sortiert, aber für viele andere nicht, weil wir hatten echt parallel so viele Zweikämpfe auch zum Schluss, also eigentlich die ganze Zeit, es gab nie Ruhe. Es gab keine Action Verschnaufpause, pur. Action pur. Robert, weißt du, was mit den Durchfahrtsstrafen los war? Wir haben gesehen, es gab richtig viele Durchfahrtsstrafen heute. Ja, ich weiß es nicht, also ich bin, Gott sei Dank, habe ich keine Durchfahrtsstrafe bekommen, nur, ich bin glaube als Achter gestartet, habe mich dann vorne in der ersten Kurve so ein bisschen durchgeschlängelt, mal ein bisschen hinten was rangekriegt und vorne und ich ihn natürlich auch hin und her geboxt. Und dann sind wir weiter schön vorgegast, glaube ich, dann Markus und ich, Markus war Dritter, ich war Vierter und sind dann schön durch und dann in der dritten, vierten Runde muss man in der ersten Kurve voll hinten drauf, ne? Und dann bin ich halt ins Kies rein und das Auto war Gott sei Dank nicht kaputt. Und bin dann halt mit bisschen Wut dann halt durchs Feld gefahren, aber bin halt wirklich gut durchgekommen. Bin dann gleich Undercut gemacht, bin da in die Box rein. Ziemlich früh, ich war glaube ich der Erste in der Box war. Ja, stimmt, ja, warst der Erste. Und dann habe ich weitergegast und dann habe ich mich dann irgendwann mal gewundert, warum dann Markus dann Erster war und ich Zweiter. Und da habe ich mich natürlich gefreut, ne? Ja, was mit dem Durchfahrtsstreifen war, weiß ich nicht, aber es war halt eine sehr enge... Für euch natürlich, euch hat es in der Karten gespielt auf jeden Fall, aber meine Vermutung ist, weil ja die Geschwindigkeitsbegrenzung kommt sehr zeitig hier in der Boxengasse, vor dieser Boxeneinfahrtschikane noch, ja. Und ich nehme mal an, dass viele dachten, die kommt erst danach und sind durchgehämmert, also die haben nicht richtig geguckt. Das ist meine Vermutung. Ja, aber da muss ich sagen, wir haben dafür Trainingsserver und dann müssen wir halt üben, ne? Die können auch jede Zeit rauskommen und dann üben wir da halt. Eigene Selbstschuld, wenn man das dann halt nicht. Ich hab's aber auch nochmal vor dem Rennen gesagt, Leute, macht die Boxenstops, übt, das ist sehr eng. Ja. Aber ist ja. Ich meine, mir ist es auch schon passiert in der Übung und alles, also. Ja. In euch ist zum Beispiel, bin ich in die Box reingefahren und bin vor der Linie stand ich und hab mir Grenzen gemacht, weil ich gedacht, was ist jetzt los? Und bin dann auch gefahren, war auch nicht optimal, aber. Eine Deutschlandstrafe ist halt scheiße dann, ne? Ja, das ist hart. Gab leider auch eine Disqualifikation, wo die Durchfahrtsstrafe nicht durchgeführt wurde. Ja. Hatten wir leider von einem Fahrer. Kienesberger? Nee, ich habe jetzt den Namen nicht mehr so ganz. Ja, eine auf jeden Fall. Unkopf mit K. Ja. Mhm. Was sind denn die anderen zwei, die vorne so weggegeist sind? Der Michael Stun, der hat einen Dreher in der Boxengasse gehabt. Ach du Scheiße. Und hat dann noch eine Boxendurchfahrtsstrafe gehabt. Also zusätzlich dadurch, dass der noch auf Platz 7 gefahren ist. Ja, krass, ne? Das ist noch so weit. Ich glaube, der war dann auf 14 und ist noch auf Platz 7 vorgekommen. Wer war jetzt eigentlich Dritter gewesen? Boah, muss ich jetzt nochmal gucken. Ich hab's gar nicht mehr auswendig. Kamil Timber war es, glaube ich, ne? Kamil Timber war, glaube ich, auf Platz 3. Ja, dann genau. Alles Gute für ihn auch. Ja. Ja, Tobi, wie war es bei dir? Ja, also erstmal Glückwunsch ans Podium. Ich bin relativ schlecht vom Start weggekommen. Weiß ich nicht, irgendwie kam ich nicht so aus der Hefe. Erste Schikane, der erste Knick noch gut durchgekommen und dann habe ich irgendwie einen kleinen Schlenker gekriegt, mich gedreht und dann erstmal natürlich das ganze Feld vorbei. Dann wieder ein bisschen rangekämpft an den Sascha Hagedorn und in der ersten Schikane dann habe ich ihm, glaube ich, auch leicht einen Schubs gegeben und ich habe gerade nochmal reingeguckt, er hat sich zum Glück nicht gedreht, ich habe mich wieder gedreht. Gut,
war dann ein bisschen blöd gelaufen, mich wieder rangekämpft und konnte dann auch profitieren von manch einen, der ins Kies ist oder im Zweikampf ein bisschen gestrandet ist und ja, kam dann auch nach dem Boxenstopp ganz gut ran, war auch, glaube ich, dann wieder Top 10 oder sogar wieder P5 sogar. Platz 5 warst du. Ja, Platz 5, ja, du hattest das Podium in Sicht quasi. Ja, ja. Und dann hatte ich leider irgendwie mir das Auto in den schnellen Rechtsknick. Bin ich eigentlich auch nicht weiter über die Wurst gefahren als sonst. Da hat mir das Auto so ausgehebelt, dass ich ins Kies bin und gegen die Mauer. Hatte natürlich einen Frontschaden und konnte kaum noch durch die schnellen Kurven fahren, die dann nachfolgten und bin auch gleich in der Box und das hat natürlich ewig gedauert. Und ja, ärgerlich. Das haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Da waren wir gerade drauf, ja. War fast ein Überschlagse, ja. Ja, genau. Du hast ja auch Motorschäden, ne? Oder, zumindest hat die Vehicle-Info angezeigt, dass dein Motor beschädigt war. Hat mir nur einen Frontschaden angezeigt. Ah, okay. Aber gut, ja. Ja. Und dann war es eigentlich mehr oder weniger gegessen. Konnte dann noch profitieren, dass ich dann, weiß nicht, wer es war, die haben sich auch noch zwei behakt ein bisschen. Da habe ich dann, war ich glaube ich Platz 15 und bin noch auf 11 oder 12, glaube ich, vor. Ja. Ja, dein Teamkollegen Maverick hat es leider rausgeschmissen. Der hat es komplett aus dem Server rausgeschmissen, genau. Ja. Was jetzt bei ihm ist, der hat zwar auch ein paar Mal geschimpft, aber ja, was da jetzt war, keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht. Werden wir noch hören von ihm wahrscheinlich. Ja. Nochmal eine Nacht drüber schlafen. Genau. Und dann mal gucken, was er sagt. Aber ansonsten war es schon, macht schon Spaß. Ja, war ein extremes Rennen, also musst du dir unbedingt auch mal angucken. Es war unglaublich. Na, auf jeden Fall. Nicht, wo man hinschauen sollte, weil so viel los war. Also ich meine jetzt nicht die Unfälle, sondern wirklich die Zweikämpfe auch, ne? Klar, 19 Fahrer sind angetreten hier, relativ kurze, relativ kleine Strecke. Ja. Und wir haben das schon in der Qualifikation gesehen, dass die Rundenzeiten extrem dicht beieinander waren. Da haben wir schon gewusst, okay, das wird jetzt richtig heiß. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Ja, war aber wahrlich. Richtig gut. War richtig gut. Wiederum die schade, dass es schon vorbei ist. Ja, das stimmt, ne? Also, wenn du das siehst, euch das Leben, da war es ein bisschen weiter das Feld auseinander. Aber jetzt war es schon ganz schön eng im Training. Heute war richtig hart, ne? Oder? Ja, also, War schon, war geil, kann man nicht anders sagen. War sehr gut. Ja. Ja, das muss man wohl so sagen. Ja, auch geile Leistung wieder von euch. Gut trainiert auf jeden Fall, gut vorbereitet gewesen, hat man gemerkt. Ja, die Konstanz hat gewonnen, würde ich einfach mal sagen. Also nicht der Schnellste heute, die Konstanz hat heute gewonnen. Und die Pit-Limits haben auch gewonnen. Ja, die waren heute Gold wert, ne? Die Pit-Limits, ne? Ja, aber der Stun hat direkt vor mir, ich war ja auf Platz 3 gelegen. Ganz lang war ich auf Platz 3. Mhm. Dann hat der vor mir einen Fehler gemacht und dann war ich hinter ihm. Dann habe ich ihn eineinhalb Runden vor mir her. Ja, da hat er scheinbar mit den Reifen Probleme gehabt, ich kann es nicht sagen. Also er war auf alle Fälle langsamer. Der mit dem BMW, oder? Genau. Und dann ist er vor mir in Box gefahren und da muss ihn dann zerlegt haben. Ja, in der Box hat er nicht gedreht. Den musst du mit der Lichthupe immer schön nervös machen. Die habe ich euch das immer mit Lichthupe nervös gemacht. Du böser Fiesling. Und ich hab mir Rennen einfach am Anfang hat. War sogar am Anfang neben ihm, aber hab dann zurückgezogen, weil ich mir gedacht habe, okay, bevor ich jetzt rauswirf, war mal lieber mal hinter ihm. Hat funktioniert. Also ich bin durchgängig eigentlich die gleiche Rundenzeit gefahren, hab im ganzen Rennen keinen Fehler drin gehabt. Ja, das bewahrheitet sich immer wieder. Ja, die Konstanz. Also, unbedingt schnell sein. Du musst einfach konstant durchfahren und keine Fehler machen. Dann der Box. Richtig. Bist du da wirklich dann gut vorne weggefahren dann, muss ich sagen. Also. Heißt dann, ich war dann so bei, wo du Erster warst, war ich dann so bei 13, 14 Sekunden wieder auseinander. Und ich dachte, jetzt kämpfe ich nochmal ein bisschen, aber ich bist dann weggezogen. Also bist gut. Ja, ich hab die Pace gehabt. Also ich hab dann auch ein gutes Gefühl gehabt im Auto. Hab einen guten Flow sozusagen gehabt. Die Strecke, muss ich sagen, macht auch richtig Spaß. Hat auch einen richtigen Flow. Na, mir fehlt noch die Erfahrung mit der Strecke hier. Die ist erst neu reingekommen dieses Jahr. Ja. Oder letztes Jahr? Dieses Jahr. Dieses Jahr. Genau. Und da fehlt mir noch die Erfahrung. Aber wirklich eine schöne Strecke, das stimmt. Ja, klasse. Aber war super. Also, ich muss echt sagen, war richtig geil.
und habe mich im Qualifying habe ich mich gewundert, dass ich dann noch auf Platz 3 gefahren bin. Das war tatsächlich die beste Zeit, wo ich überhaupt auf dem Kurs gefahren bin. Okay. Mit 1,31,5. Ja, bin ja, vorher ein bisschen langsamer gewesen, 1,31,6. Qualifying die schnellste Zeit noch hingelegt und dann war ich natürlich Dritter. Das ist natürlich gut, dass wenn man relativ weit vorne startet, dann hält man sich halt aus dem meisten raus. Ja, hinten war ja ein bisschen Chaos nach dem Start. Aber Chaos. Da war total. Chaos angesagt, leider. Ne? Ja. Also ich im Qualifying muss ich ehrlich sagen, ich habe ja auch im Training auch eine gute Zeit gemacht und war im Qualifying dann sehr aufgepusht und ich habe keine Zeit hingekriegt. Ich habe dann Verkehr gehabt, dann hast du mal wieder einen Rutscher gehabt und ich mach dann achten. Manchmal ist der wohl Teufel drin dann. Ja, also Quali. Hast du dich bestimmt auch schon gewundert, ne, Markus, wo ich bleibe? Ja, am Schluss war ich einfach durch und ich wollte dann noch 2-3 Minuten zusätzlich zum Warm-Up Pause haben vorm Rennen. Ich habe mir gedacht, da fährt schon der ein oder andere wahrscheinlich nach mir vorbei, aber ich bin dann Dritter geblieben. Das war natürlich fürs Rennen extrem wichtig. Extrem wichtig, halt, ja. Genau. Ja. Weit vorne starten konnte und die dann aus den Scharmützeln sozusagen am Anfang habe raushalten können. Eine Frage hätte ich auf jeden Fall noch. In welche Perspektive fahrt ihr? Ja, Cockpit. Cockpit. Alle Cockpit. Super. Mhm. Weil ich ja jetzt hier bei diesem Tuning World Bonesee Dings hier Dünster. Da sind ja tatsächlich welche in Third Person gefahren und welche in Motorhome-Ansicht. Ja, weil der Bildschirme der, so klein waren. Der Kelly oder? Hier, also der beste hier eigentlich, ne? Der fährt, also wie ich das gesehen habe, fährt er auch mit Motorhaube. Das hat mich auch gewundert. Ich weiß, dass ich auch mit Motorhaube-Ansicht schneller bin. Ein bisschen schneller. Aber ich finde, da kommt immer kein Feeling rüber. Ja? Da wenn hast du richtig. Wenn wir den Rennfeeling haben. Ja. Und Raceroom, die Cockpit-Ansicht ist wenigstens übersichtlich. Man kann sie sich noch vernünftig einstellen. Wenn man jetzt, wir kommen ja nun mal aus der Gran Turismo-Szene. Da ist die Cockpit-Perspektive eine Katastrophe. Achso, habt ihr da kein Cockpit-Ansicht? Doch, aber du siehst nichts. Ist kaum einfach nur eine Katastrophe. Hier kannst du ja alles einstellen. Du gibt's ja schon ein Programm, da kannst du ja deine Zollgröße von deinem Monitor eingeben, dann den Abstand, wie weit du vom Lenkrad bis zum Monitor bist, ne? Und dann rechnet der einen Wert aus und den kannst du dann bei Raceroom dann in eintragen. Da gibt's manchmal so 0,5, 0,7. Ich fahre meistens mit 0,7. Und dann klatschst du zwar dann an der Scheibe und dann stellst du es halt noch ein bisschen ein, noch ein bisschen weiter zurück, ein bisschen weiter vor, ein bisschen hoch und runter mit dem Sitz. Und das ist perfekt. Das ist dieses Field of View, ne? Dann letztendlich. Genau. Auch. Und das bewegt sich aus Cockpit, so wenn du über den Curbs machst und so, das ist halt ein absolut geiles Feeling. Auf jeden Fall. Ich habe noch gerade was einzuwerfen, und zwar hat der Stefan Kenzbock gerade hier im Stream noch geschrieben. Ich lese es einfach mal vor, weil er jetzt gerade nicht in Teamspeak ist. Böse Pit Limits und dann wurde mir leider die Durchfahrtsstrafe nicht angezeigt. Ich hoffe, ich habe mich fair verhalten und bedanke mich bei Hinnert für die Zweikämpfe und an die ganze Organisation und den Stream. Gruß, Stefan Kenzbock. Ja, danke nochmal für dein Feedback auf jeden Fall. Ja, ist natürlich ärgerlich, dass du die nicht angezeigt bekommen hattest. Wir waren auch gerade im Zweikampf bei dir drauf, Stefan, und auf einmal hast du dann diese Disqualifikation gehabt. Ja. Früher hatten sie die Durchfahrtsstrafe oben in der Mitte angezeigt und jetzt ist die, glaube ich, links. Also. Links, weil ich hatte auch eine, ja. Ja, und die sieht wirklich, also die kann man wirklich übersehen, wenn man dann im Gefecht ist oder so, dann also. Ja, stimmt, er war nämlich auch im Zweikampf. In der Mitte an die Zeck, recht, ja. Er war im Zweikampf, vielleicht hat er es deswegen übersehen oder, ja, wir wissen, er sagt, es wurde nicht angezeigt. Man weiß jetzt meine Frage, fahrt ihr alle mit Quio Schief 4? Ja. Ja. Also ja. Wenn ich fahre, dann ja. Okay, weil das ja, der sagt das ja dann an, ob du durchfährst. Geiles Tool, das habe ich, hier bei Herrn Löblich habe ich das gesehen, ihr habt ja gesagt, wo hat er denn jetzt den Crew-Chief her, beziehungsweise hier den Typen, der dir sagt, was los ist. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und war von Anfang an begeistert. Echt geiles Tool, muss ich sagen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Herrn Löblich? Wollen wir den mal zur Gaststarter machen? Wir müssen sowieso nochmal hier, Jig und Scholle, müssen uns mal in TS nochmal unterhalten in Ruhe. Ja, klar. Wegen, ich habe ja da einige da, wo ich mal entscheiden will und anfangen will. Gerne, mach das. So mittendrin in der Saison halt, so, weißt du, boah, Promis da, auf Deutsch gesagt. Also vielleicht bald Prominenz hier mit auf der Strecke. Ja, da müssen wir uns mal eine Strategie ausdenken irgendwie.
wie wir die locken können. Locken hat mir gefallen. Ja, ich meine, wir machen ja auch für die kräftig Werbung dann, ne? Also ich meine, die machen für uns Werbung und wir machen für die Werbung. Ja, geben und nehmen. So ist genau. Von Jig und Schulle das Denken. Also, so sind wir und waren wir schon immer. Genau. Und wenn es so weitergeht mit diesen Elektroautos hier, ne, dann sind wir vielleicht die Stars von morgen. Genau. Weil dann wollen sie alle nur noch hier Race rumgucken und Livestream gucken, und weil draußen gibt es ja nichts mehr dann. Oh, Adrian schreibt auch gerade, ich war nämlich eben am Lesen. Ich habe einfach genau gesagt, habe dem Schulle gar nicht zugehört. Hallo Jungs, hier ist der Adrian Scholtisek. Nach der Durchfahrtsstrafe hatte ich zweimal einen Blackscreen für mehrere Sekunden. Ja. Ja, schade. Ja. Ich zitter auch immer, dass der Rechner hält, ey. Da, Mann. Ist das Podium echt traurig drüber gerade. Ja. Naja, gut, ich glaube, nach der Durchfahrtsstrafe war es gegessen, weil viel Rückstand gehabt und. Butzi auch nicht, also der wäre sowieso. Denke ich mal. Hat er Vorsprung gehabt nach dem Boxen. Nach dem Boxenstopp waren es, glaube ich, 13, 14, 15. Was haben wir denn eigentlich als nächstes denn? Nächste Strecke? Haben wir gute Frage. Red Bull Ring, da muss ich auch überlegen, ob ich fahre, weil den mag ich auch. Ja, mach das, Schulle. Mal gucken. Also Red Bull ist so geil, der Ring. Also. Ja, und den Nürburgring, haben wir den auf der Karte? Ja, haben wir. Ja, den haben wir, glaube ich, auch. Oh, oder Schulles Hausstrecke, ne? Hausstrecke. Am 9.8., aber August erst dann. Ja. Alles finde ich geil an den Serien hier, da ist echt viel Luft zwischen immer, um sie wirklich vorzubereiten. Was sein wird, das wird dann Zandvoort werden und dann der letzte Sachsenring. Oh, das wird natürlich... Sachsenring liebe ich auch. Oh. Oh, ist das schwer. Also ihr habt bald den Schulle mit als Kontrahenten auf der Strecke, so wie sich das hier anhört. Cool. Da muss ich mit dem nochmal mit dem Setup ein bisschen labern. Ich glaube, mein Porsche-Setup ist nicht der beste. Wenn du das Setup haben willst, dann hältst du dich ja mit mir mal. Ich gebe dir mal ein paar Tipps. Ich habe auf jeden Fall, ich finde, der Porsche, der hat, bin auch bei Gran Turismo immer den Porsche gefahren. Ich liebe diese Karre. Bloß vom Setup her, hier bei Race Room, der hat so dermaßen viel Grip, den musste ich erstmal den Grip wegnehmen, dass der auch schneller ist. Der hat so geklebt, dass es schon wirklich wie eine Bremse war quasi. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte diesen Porsche auch genommen, nur ich kann mir keine Dreiviertelstunde diesen Turbo-Sound da anhören. Das geht ja, gar nicht. Der nervt nach einer Weile, das stimmt, da hast du recht, ja. Das ist schon extrem. Also dann. Wir haben doch digitale Technik, da machen wir einen V8-Sound rein. Ein gutes. Der beste ist der Corvette vom Sound, ja, und der AMG. Der AMG, auch gut, richtig. Also das der stimmt. AMG ist auch unschlagbar, also das ist ein gutes Ding, aber ich wollte halt mal Audi fahren und Audi-Fan. Naja gut, der V10 im Audi macht schon auch richtig Rabatt. Ja, der macht auch richtig Bums, das ist auch schön, ja. Also mit dem Setup, ich generell die ganze Soundkulisse überhaupt in dem Spiel ist. Das war heute auch wieder der Hammer, gerade mit den vielen Fahrzeugen auf der Strecke, das hat richtig gebrüllt. Die Motoren. Ja, ich freue mich schon drauf, das anzuschauen. Ich schaue mir das auch nochmal an. Ja. Von außen so. Genau. Das war ein Hammerrennen, ohne Scheiß. Was ist eigentlich noch Svenny? Der hat sich hier heute nicht eingefunden. Ja, der Chefchen. Chef ist nicht da. Der guckt sich den Stream noch an, der hat bei ihm immer ein bisschen gehangen, hat er gesagt. Ja. Ach so. Der wird sich das nochmal in Ruhe und ohne Blackscreen angucken quasi. Ja. Ohne Lex sozusagen, ne? Genau. Ja, der Telekom-Techniker war doch da, gell? Da geht's ja, so schön. Oder bei der Nachbarin. Wurde wieder eingedrosselt, quasi. Wurde wieder gedrosselt, die Bandbreite, ja, wir wissen es nicht. Aber kann er sich ja morgen entspannt das Video angucken oder gleich, heute Nacht. Ist ja noch nicht so spät. Genau. Ja, kennt's, Stefan Kensbock schreibt auch, Blackscreen hatte er am Anfang auch mal gehabt. Und Ottchen schreibt gerade, den Blackscreen hatte er dreimal. Okay. Also während des Renns hier, während der Übertragung, hatte ich nichts. Nee, mir fehlten die Hinterräder, also die Räder an der Hinterachse waren bei mir plötzlich Hinterräder, weg. Richtig. Mitten im Rennen. Kurz danach ist Maverick dann geflogen, ja. Okay. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch einen gehabt vor mir, der hat so gezuckt irgendwie, da war mal kurz da, wieder weg. Das sind meistens die mit WLAN fahren.
Ja, echte Verbindung. Die schon mal so Latenzprobleme haben. Das Risiko würde ich gar nicht eingehen. Ich habe auch alles mit LAN-Kabel ran, fertig ist, genau. Ist das sicherste, ne? Ja, richtig. Auf alle Fälle. Das stimmt, ja. Gut, Männers, ich mache einen Stream mal aus, wir können uns dann auch ein bisschen unterhalten. Jo, Freunde. Vielen Dank an die Zuschauer, war ein geiler Abend. Genau, bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. So, Männers, jetzt muss ich mir mal ein frisches